Hey Kathi, Billiarden von Menschen sind auf der Suche. Nach jemandem, in den sie sich verlieben. Nach jemandem, mit dem sie eine Beziehung führen können. Was mich betrifft, ich habe jemanden, in den ich verliebt bin. Schema will Fisch und Schema will Frau. Und ich habe jemanden, mit dem ich eine Beziehung führe. Lass sie runter. Lena ist meine Freundin. Hey, Jungs, nicht schlagen. Dann entscheide dich. Ja, du dich entscheiden. Ich hasse es, wenn der Tag mit einer Aufgabe beginnt. Hatte bei bei Öptüm, Öptüm. Meine Mutter lässt ausrichten, dass sie dich gerne kennenlernen würde. Sie freut sich auf dich. Hasi, eins, es ist gut. Ich habe dich von meinem Vater verleugnet. Das tut mir sehr leid. Wie lange willst du mir das noch unter die Nase reiben? Lange. Ich kann einfach nicht verstehen, wie sich eine erwachsene Frau dafür schämen kann, dass sie eine neue Beziehung angefangen hat. Mein Vater ist perfekt, Metin. Perfekt. Sein Auto, seine bescheuerte Knopffabrik, sogar seine Beinprothese passt perfekt. Ich kam mir 40 Jahre lang vor wie eine Bockwurst in einem Feinkostgeschäft. Aber du hättest ihn nicht einfach rausschmeißen dürfen. Ich habe da so ein ungutes Gefühl. Ich will keinen, absolut keinen Kontakt mehr zu diesem Mann. Der betritt dieses Haus nicht mehr. Danke, Türkin. Das bin ich. Glücklich. Bevor meine Mutter sich neu verliebte. Und mein Leben vorbei war. Und jetzt lebe ich in einer Großfamilie. Und darauf hätte ich echt verzichten können. Kathi, du hast recht, auf den Verstand hören. Ja, ich habe mich entschieden, das mit Cem, das ist nur eine Phase, weil ich nicht wahrhaben will, dass Axel der Richtige ist. Das ist total logisch. Hey, besetzt! Bist du nackt? Sitzt du auf dem Klo? Also. Ich bin total unauffällig. Ich denke gar nicht mehr an ihn. Ich weiß nicht mal mehr seinen Namen. Cem. Cem. Lena, wir können los. Was machst du da? Ich habe nur kurz an dem T-Shirt gerochen, ob ich das nochmal anziehen kann. Ja. Riecht doch ganz gut. Nein, Axel, das ist ein schmutziges T-Shirt. Das ist ein... Pfui, T-Shirt. Oh Gott. Entscheide dich, Lena. Jetzt. Ich liebe dich. Wirklich. Ganz toll. Ja, ich dich auch. Du, sag mal, hast du mal mit Cem geredet? Wieso sollte ich mit Cem reden? Ob das geklappt hat mit dem Verkuppeln. Im Krankenhaus. Ching ruft mich nicht zurück. Ja, Cem und Ching. Nein, ich habe nicht mit ihm geredet. Wir leben total aneinander vorbei. Ja, schön. Das beantwortet zwar nicht meine Frage, aber schön. Du stehst auf Lena, ich wieder auf Axel. Das ist ein Problem, aber es ist zu lösen. Ich bin ja so gespannt. Wir kommen zusammen. Du und ich. Hä? Spinnst du jetzt völlig? Wir können von mir aus Sex haben, aber ich habe keinen Bock, mit dir Zeit oder sowas zu verbringen. Du bist so dumm. Wahnsinn! Eifersucht, Cem. Ein Klassiker. Ja? Ja? Ja, ja. Ja. Sie sind zusammen. Cem und Ching sind zusammen. Gut. Dann sehe ich ihn noch weniger und ich muss mich auch nicht mehr entscheiden. Ich meine,
Ich wollte mich gar nicht entscheiden. Ich habe mich entschieden. Für Axeli. Ja, Moment mal. Sie wollen das mit uns machen. Als Dankeschön fürs Verkuppeln. Ein Doppeldate. Auf keinen Fall. Wieso nicht? Weil ich nach der ganzen Aufregung und dem Stress lieber mal Zeit mit dir alleine verbringen würde. Oh, das ist ja super süß von dir. Hallo? Ja, Lena, geht's nicht gut. Ja, heute nichts Großes. Vielleicht ein andermal. Sie sind jetzt picknicken, du kannst ins Bad. So, Opa geht jetzt baden. Wenn wer kommt, gibt er mir ein Zeichen. Ich komme nicht so schnell raus aus der Wanne. Mit einem Bein. Vielen Dank, dass du mich damit reingezogen hast. Wenn meine Mutter erfährt, dass wir ihn hier verstecken, dann wird sie uns umbringen. Ach, die ist doch viel zu verpeilt. Sag mal, wozu brauchst du Puder, wenn wir picknicken gehen wollen? Weil ich nach 20 Minuten Fahrradfahren immer total verschwitzt bin. Wo ist meine Tasche? Allah, Allah. Bist du das, Gürkchen? Hab dich lieb. Ach, Lena? Ich sehe dein Bein. Na, 4 Tage hast du dich hier versteckt? Nille, darüber reden wir noch. Sehr ausführlich. So, jetzt wollen wir uns erstmal kennenlernen. Öztürk. Nicht der Moment, Hasi 1. Nicht der Moment. Pack deine Sachen, Vater. Ich wollte mal meinen Enkel sehen. Ja. Dein Enkel hat sich immer sehr über deine Geburtstagskarten gefreut, auch wenn sie von deiner Sekretärin unterschrieben waren. Du kannst mich nicht rausschmeißen. Nein, nein, niemand redet hier vom Rausschmeißen. Also ehrlich gesagt, doch. Mischt sich der Türke in alles ein? Wir treffen alle Entscheidungen gemeinsam. Wir sind zusammen. Aber gerade entscheidest du. Sag mal, ist das mein Handy? Opas Handy ist kaputt. Er muss dringend geschäftlich telefonieren. Lass du mich mal allein. Du vergisst, dass das Telefon einer Versagerin ist. Schneider? Ach, Frau Ebers, wie ist es denn? Seine Sekretärin. Ja, ja, mein Vater ist bei mir, aber er wird in Kürze zurück sein. Er wird genauer gesagt in 3 Minuten das Haus verlassen. Die Knöpfe wollen ja produziert werden. Wie bitte? Als ich mich umbringen wollte, da meinte deine Mutter in der Therapie zu mir, dass ich nicht weglaufen muss. Weil irgendwer kommen wird, mit dem das Leben wieder den Sinn macht. Aber das stimmt nicht. Was soll das jetzt heißen? Du bist nicht irgendwer. Nee, wirklich. Ich wüsste nicht, wie ich ohne dich leben soll. Was macht ihr denn hier? Ach, wir wollten mal raus. Pleite? Seine Sekretärin hat noch versucht, sein Lieblingsgemälde vor der Zwangsvollstreckung zu retten. Ist aber aufgeflogen. Sag mal, das ist ja furchtbar. Ja, das ist furchtbar. Jetzt kann ich ihn nicht mehr rausschmeißen. Ich weiß, warum du hier bist. Aber ich möchte es von dir hören. Doris. Dieser Mann hat mich im Alter von 10 Jahren gezwungen, einen Buchführungskurs zu machen, zusammen mit 24 Anzugträgern. Ich durfte nie spielen. Alles, was ich gemacht habe, war nutzlos. Und seit 20 Jahren wirft er mir vor, ich hätte es zu nichts gebracht. Ich habe diesen Triumph verdient. Er ist alt. Er hat sein Bein im Krieg verloren. Der hatte einen Autounfall. Er war überhaupt nie im Krieg. Das musst du erst mal beweisen. Cem, zieh dich wieder an. Nein, mir ist warm. Bitte zieh sofort die Jacke wieder an. Was machen die denn da? Ach, die haben noch immer was zu klären. Sag erst wieso. Weil Scheiße. Weil Axel gesehen hat, wie ich an deinem T-Shirt gerochen habe. Hey, ich wollte nur wissen, ob es wirklich gewaschen werden muss. Du weißt schon, wegen
Wasserverschwendung und... Naja, Axel könnte jetzt aber glauben, dass ich an deinem T-Shirt gerochen habe, weil ich... Naja... irgendwie an dich denke. Was natürlich... totaler Unsinn ist. Natürlich. Und wieso gehst du mir ständig aus dem Weg? Wieso hast du dich mit Axel geschlagen? Und wieso stotterst du immer so rum, wenn ich mit dir rede? Das stimmt überhaupt nicht! Mann! Bild dir bloß nicht ein, dass du so toll wärst oder so, du Proll! Aber du oder was, Tussi? Ich gehe dann mal. Zu meiner Freundin. Dein Knopfimperium ist weg. Futsch. Du bist pleite, du bist im Minus. Und du brauchst mich. Ich gehe zu Suna, da gibt's wenigstens was zu essen. Der Satz, den ich morgen früh von dir hören will, lautet: Entschuldige, Doris, für all die Jahre, die ich dich fälschlicherweise für eine Versagerin gehalten habe. Und nun, Doris, muss ich gestehen, dass ich selbst ein Versager bin. Ich hatte mein ganzes Leben keine Probleme. Sag mal, ist es eine Art theologische Kriegsführung? Was war denn vorhin mit Jam? Nichts. Sie hat sich nicht mal irgendwie zweideutig angeguckt oder sowas? Gar keine Zeichen, dass sie dich liebt? Naja. Aber irgendwas war doch mit Jan. Ich will mit dir schlafen. Er ist der Richtige. Er ist der Richtige. Er muss es sein. So bin ich dämlich. Sie streiten sich? Jetzt schon? So sind Mädchen. Lena wird es nie sagen. Ja, schön. Pech gehabt. Sie soll zuerst. Ich mache mich bestimmt nicht zum Affen, ey. Und worum geht's? Um dich und Jam. Du willst was von ihm? Nein. Ich will nichts von Jam. Du bist der Richtige. Du hast es. Sie steht auf Spasti. Sie lügt. Du lügst. Oder ich weiß es nicht. Ich mag dich, Axel, wirklich. Und Jam mag ich auch. Und sowas erfahre ich durch eine Wand? Gerade eben hast du hast gesagt, ich bin der Richtige. Ich weiß es doch nicht. Axel, sie will dich. Axel! Geh rüber. Los! Mann, ich will, dass du der Richtige bist. Ich will es wirklich. Aber du bist wie ein Bruder für mich. Er ist auch dein Bruder. Stiefbruder. Dann lass mich doch mal. Was wollt ihr? Nichts. Er ist nicht mit mir zusammen. Der Idiot steht nur auf dich. Und wir wollten euch eifersüchtig machen. Aber offensichtlich funktioniert das alles nicht. Ich bleib Single. Er liebt mich. Du Arschloch. Er liebt mich. Und Axel hasst mich. Aber Jam liebt mich. Hau ab! Hallo, das ist mein Zimmer. Und hör auf, mich anzugucken. Ich kann aber nicht anders. Gleich werde ich ohnmächtig. Du scheiß Türke. Dämliche Deutsche.
0172 50 12 345. Ich muss Axel anrufen. Ich muss ihn sofort anrufen und ihm sagen, dass ich mir nicht sicher bin. This money got my whole team living nice. Get your bread, we can ride tonight. Hit the scene till the end. Know what I'm saying? We gotta get it right. The clip is thick, keep my game here tight. Ain't nothing changed but my style. I'm still the same, just mein Vater ist weg. Das hat er mit Absicht gemacht. Der kann es einfach nicht ertragen, dass er mich braucht. Ein einfaches Vergib mir. Nein. Na bitte, sind wir ihn los. Hm. Weißt du, wir hatten mal einen Fall, da musste der Sohn seine Mutter identifizieren. Sie war beim Baden im Landwehrkanal ertrunken. Er hatte nie mit ihr geredet, 20 Jahre nicht oder so. Und auf der Beerdigung hat er gesagt, wir haben immer gewusst, dass wir uns lieben. Aber er ist nie gesagt. Herr von Damm, habe ich bei der Beerdigung geheult. Wer badet denn im Landwehrkanal? Einsame Menschen, die einander nicht vergeben. Fati, du musst mich zum Bahnhof fahren. Hör auf, mir Befehle zu geben, Fati. Schrei mich nicht an. Das ist mein Auto. Ich kann hier rumschreien, so viel ich will, ja? Geht's noch da drin? Jetzt sag's ihm doch einfach, Doris. Ich hab dich gern. Meinst du, ich dich nicht auch, du dumme Nuss? Nicht wirklich. Andere Eltern merken sich, wann ihre Kinder laufen gelernt haben oder was sie zum Schulanfang gesagt haben. 3. August 1970. Meine Klassenlehrerin riecht nach Schnecken. Das hast du gesagt. Du kannst bei uns wohnen bleiben auf dem Dachboden, aber du kriegst keine neuen Möbel. Wie großzügig! Geklärt. Ja? Axel Mende. Ja, ich bin seine Therapeutin. Tu nicht so, als ob du schläfst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Erste, was dir einfällt. Axel hat die ganze Nacht lang geheult. Wir haben geknutscht und dafür komme ich in die Hölle. Okay, dann das Zweite, was dir einfällt. Können wir nochmal knutschen? Da bist du ja. Cem, danke, dass du mir dein Buch geliehen hast. Axels Heimleiterin hat mich angerufen. Axel hatte einen Unfall. Sie vermuten, dass er von einem Auto angefahren wurde und dann gegen einen Fahrradfahrer geschleudert worden ist und er ist bewusstlos. Und er hat versucht, sich umzubringen. Was redest du denn da, Gurke? Ich wollte mit ihm Schluss machen und er meinte, dass er ohne mich nicht leben könnte.
Oh Mann, das habe ich doch nicht gewollt. Sein zweiter Selbstmordversuch. Ich hätte es wissen müssen, ich bin ja seine Therapeutin. Wir müssen jetzt für ihn da sein. Ich werde für ihn da sein. Ich werde ihn nie wieder verlassen. Bin ich schon im Himmel? Nein, da musst du auch nicht hin. Ich werde nie wieder mit dir Schluss machen, ja? Nie wieder. Und? Er hat versucht, sich umzubringen. Aber er hat es doch nicht geschafft, oder? Also, ganz locker. Jim. Pass auf, wir machen was Schönes. Du darfst bestimmen. Von mir aus sogar Rollschuh fahren oder sowas Peinliches. Jim, das mit uns, das geht nicht mehr. Ich glaube, Axel braucht mich mehr, als ich kapiert habe. Und komm, wenn wir mal ehrlich sind. Alter, der Typ hat's nicht schlecht gemacht. Läuft vor so ein scheiß Auto und zack, baff, kommst du zurückgekrochen. Wie kannst du nur sowas sagen? Wie kannst du nur? Du kannst mich doch nicht... Was war denn das mit uns? Es war doch nichts Richtiges. Nee. War's echt nicht. Kathi, mein Akku ist gleich leer, deswegen mache ich es kurz. Heute war endlich mal ein guter Tag. Keiner hat geredet beim Essen und ich hatte mal Zeit zum Nachdenken. Nils tut echt immer noch so, als ob es ihm schmeckt. Ich meine, Doris und Mädchen kriegt man sowieso nicht mehr auseinander. Meine Mutter erlebt endlich mal, wie nervig Eltern sind. Ja, Mo? Tja, ich mag sie. Obwohl sie eine olle Schleiereule ist. Und was mich betrifft, ich bin irgendwie dazwischen. Bis bald.